Was mache ich hier? Fly, wieso bist du in deiner Basis? Hast du uns etwa Content vorbehalten? Jein. Da hinten ist mein Auto. Und damit ich die Stelle wiederfinde. Denn ich bin eben abgetaucht und habe festgestellt so... Holy fuck, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Und eigentlich sind wir auf Suche nach Diamanten, um die Modifizierungsstation aufzutauchen. Und da habe ich gesagt, es geht nicht, ich muss erst nach Hause. Also bin ich nach Hause geeilt. So schnell ich konnte. Ja, und jetzt fahren wir da wieder hin. Aber auf dem Weg dahin habe ich Dinge gesehen, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Terror. Terror. Oh, vielen lieben Dank für den Resubscribe. Na, ich bin hier so einfach lang. Ihr seht ja hier so lang gedümpelt vor mich hin. Und dachte so, was ist das? Also auf dem Rückweg dahin. Ich so, was ist das denn? Und viele, die Subnautica 1 kennen, wissen genau, was das ist. Das hier, liebe Leute, sind Unterwasserbeete. 30 seconds of oxygen remaining. Und wie werde ich sowas von bauen? Wie werde ich so etwas von bauen? Oh mein Gott, ich sehe wieder, wie ich eine riesige Basis bauen werde. Mit Außenbeeten, Lianen, die da lang schwimmen werden, wo ich alle Ressourcen, die ich habe und brauche. Oh, ich sehe das schon wieder. Sieht großartig. Moin. So, was habe ich hier noch? Irgendwas damit anfangen? Nein, kann ich nicht. Außenposten, Außenbeetkarte. Ja, ja, ja. Desinfiziertes Wasser. Ist hier noch irgendetwas, was ich scannen kann? Ich finde super, dass ich hier schon mal ein Außenbeet habe. Bin da eben nur vorbeigeschwommen. Und dachte so, nein! Nein, das kann nicht sein. Hat mich voll gefreut. Ich habe immer noch das Sauerstoffproblem. Ich brauche Diamanten, um einen vergrößerten Sauerstofftank zu bauen. Also das war halt so eben, ich schwimme mal vorbei und dachte so, ich gucke nicht richtig. Ich sag, wie geil ist das denn bitte? So, das ist meine Seebahn. Da möchten wir eigentlich hin. Wisst ihr? Das ist ein sehr lautes Geräusch. So, für eigentlich, ich bin viel zu tief, wo ich eigentlich gar nicht hingehöre. Aber hier ist meine Seebahn. Wir gehen natürlich wieder rein. Wie kann ich auch noch ein Stückchen tiefer, ohne die komplett kaputt zu machen? So, hier zum Beispiel. So, denn da unten sind noch, ich habe es vorher abgecheckt, ein, zwei Dinge, die ich noch gerne sehen möchte. Darum werden wir da jetzt auch genüsslich. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Denn ich habe da Dinge gesehen, Leute. Ich habe da drinnen Dinge gesehen. Wir hatten hier das Nest. Also ich werde natürlich davon einen mitnehmen. Aber hier waren noch mehr. Hier gab es noch mehrere Neste. Wenn ich es denn jetzt gleich finden würde. Wo ist es? Da, da hinten? Warning. Ja. 30 seconds of oxygen remaining. Muss immer. Holy fuck, wo ist mein Oxygen? Not included. Ja, 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 ja. Das war ein bisschen knapp. Okay, und wieder raus. So, wir gehen jetzt einfach mal runter. Oh, warte mal. Ist hier Schwefel? Kreaturen einsammeln. Da waren die kleinen Säcke. Schwefel. So, irgendwo gab es hier nämlich noch ein Nest. Da. Und seht ihr das hier? Das hier, liebe Freunde. Fragment eines Laserschneiders. Damit können wir Türen aufschneiden. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Und ich brauche einen Laserschneider. Man braucht immer einen Laserschneider. Es gibt keinen Grund, nicht einen Laserschneider zu haben. Das Problem ist nur, ja, ich habe zwar
ein paar Sekunden Sauerstoff da unten. Aber dadurch, dass ich noch nicht irgendwas habe zum Druck kompensieren, geht mein Sauerstoff da unten leider sehr schnell flöten. Aber... ich weiß nicht, gibt es hier noch mehr? Ich finde das aber ein geiles Versteck. Also, just saying. Richtig gut gemacht mit den für Tiere und so. Wo ist mein... Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja. Aber, nichtsdestotrotz, diesmal, liebe Leute, bin ich ja vorbereitet. Ja? Wir werden jetzt nämlich... ich habe unter Umständen Bojen vorbereitet. Und ich werde diese jetzt releasen. Check me. So, und das Schöne ist, die ganzen Check me's, die kriegen natürlich alle eine Farbe. Logischerweise, ich will ja nachher die immer wiederfinden. Blau ist jetzt nicht die beste, aber mir geht es darum, dass ich sie wiederfinden kann. Ja. So, wir müssen Richtung Westen, denn wenn ich das richtig gesehen hatte, war das der Bereich, in dem wir aus dem wir gekommen sind und wir eigentlich ja zuerst überprüfen wollten. Ich muss jetzt gerade aber einmal... oh, ich muss an Land, guck mal. Moment. Habe ich euch schon mal gescannt? Nein, ihr seid neu für mich. Seid ihr sowas wie Delfine? Intelligent neugierig ist das unter Wasser Jagd und Futter. So, ist intelligent und neugierig? Wir sind Zahra Flossen, ist akrobatischer Jäger unter Wasser. Ja, ist so eine Art Delfin. Nice. Schön dieses Grün. So, ich gehe mal kurz an Land, beziehungsweise ich hole mal gerade Luft. Ja, es sieht einfach unter Wasser schön aus. Okay. Unter Wasser ist geiler. Einigen Grundstein. So, einmal Richtung Westen. Richtung Westen? Richtung Westen. Was? Richtung Westen? Wo ist mein Zuhause? Mein Westen ist da. Das heißt, wir gehen Richtung Südwesten. Glaube ich. Das sind Quallen. Quallen ist ein gutes Zeichen. Der Boden ist hier einfach schon total karg. Ne? Man merkt halt, dass es ein neues Biom ist. Ich muss mich noch an die Geräuschkulisse der Quallen gewöhnen. Hollow Chamber in Iceberg Interior detected. Wo? Oh. Oh, irgendwas glänzt da drin. Ne? Natürlich werde ich da jetzt rein... oh, Schneider, ist irgendwas? Ja, rein da. What the fuck? Mit einem Laserschneider freilegen. Ja, genau, weil ich einen Laserschneider schon habe. Ich habe irgendein unbekanntes Kreaturenei und ich habe hier einen Hohlraum. Ich werde später nochmal wiederkommen. Nice. Okay, ich brauche also einen Laserschneider. Kurz Sauerstoff holen. So, das fängt gut an, oder? Da bin ich wieder. Ui, du spielst ja weiter. Ja, korrekt. Und danke für den Sub. Genau. Vielen Dank dafür. Oh mein Gott, das sind die Sauerstofffische. Ja, ich habe Gott sei Dank ja ein paar vorbereitet. Ich stelle schon wieder fest, dass das... das wird... Ich glaube, es wird einfach nicht ausreichen. Ich brauche mehr Checkmies. Damit ich den nachher alles prüfen werde. Okay, wir wollten eigentlich Richtung Südwesten, ne? Eigentlich war das Plan auf Südwesten. Ich muss jetzt einmal kurz an Land. Weil ich gerade nicht mehr weiß, wo ich bin. Orientierung gerade echt wie so... Oh, nein! Nein!
bin... Oh, Gott sei Dank. Der Auftrieb war zu stark. Wo zum Fick bin ich? Bin noch never ever... Okay, warte mal. Wo sind meine was? Bin ich zu weit? Habe ich das Gebiet überschwommen? Und jetzt wisst ihr, liebe Leute, warum man von Anfang an gleich Bojen mitnehmen sollte. Da muss man nicht so einen Scheiß wie ich machen und nochmal das ganze Gebiet abfahren. Bin ich damals von hier gekommen? Ich kann es jetzt nicht sagen, ob ich von hier gekommen bin. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, behaupte ich, bin vollkommen falsch. Befinde ich mich in einer Tiefe? Sind das Kupferklumpen? So wie im ersten Teil, die ich mit der Krabbe aufbohren muss? Ich bin definitiv falsch. Ich bin hier irgendwo, wo ich noch nie war. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, tatsächlich. Hast du Lust zu ersticken? Nein. Hab ich nicht. Ich hab gesehen, dass du es eingelöst hast, aber nein. Bin definitiv falsch. Ich will aber gerade mal wissen, was passiert, wenn ich die 150 knacke. Warning. Maximum depth reached. Ja. All Damage. Ich bin definitiv falsch. Ich sollte mal wieder in diese Richtung mich bewegen. Ich wollte doch eigentlich nur an Land. Was habe ich denn wieder verpasst? Dass ich hier komplett an der Zone vorbeifahre. Weißt du, da hat man nichts Böses. Oh, das sieht alles so erkunden. Ich will das alles erkunden, ey. Ja, man kann das auf jeden Fall versuchen, dafür ist auch da, aber tatsächlich gerade bei der Form, wie ich mich hier gerade befinde, werde ich jetzt nicht absaufen. Habe ich schon getestet, was die machen? Nee, ich habe das Dock aber gelesen, was ich gescannt habe von den Dingern. Und das war... Nein, werde ich nicht tun. Könnten hier nicht ein paar Diamanten an der Seite hängen? Das sieht schon eher aus. Ist das ein neuer Fisch? Das ist ein Blasenfisch. Ist das Stromkabel? Okay. Hier ist auch das Ende. Also das finde ich ja immer wieder. Glaube ich. Geh weg. Da ist sie. Nice. Da. Guck mal, da wollte ich mal hin. Die wollen nur spielen. Hm? Und mir motivierende Elektroschocks geben, richtig? So, ich sollte kurz was futtern. Gut, dass ich Essen mitgenommen habe. Den Kobold ein. Kreaturenei. Ich platziere mal liebevoll hier noch eine Boje. Mit. Was ist das jetzt so geil eigentlich? Outer Rim? Ich weiß nicht. Lande? Fragezeichen? Lande, nicht Land. So, wir gehen jetzt mal am Land. Ah, ich sollte die Batterie ausmachen. Moment. Du kriegst nur unnötig Strom. Reparaturtool, ich kenne mich. Können Sie bitte, Sir... Ja, ich muss mein Fahrzeug reparieren. So, hier, wer das wissen will. Schön, Stromschlag bekommen. Motivierend. Tja, ich bin dank arg Quallen geschädigt. Hab so einige verstörende Erlebnisse gehabt. Ja, okay. Die scheinen ja... Oh, Medikit, nice. PDA. Zeta, I have kind of a funny question for you. Have you picked up any kind of unusual interference during any of your robotics work?
You mean like Parvin looking over my shoulder and telling me I'm assembling my circuits wrong because it's not how his dad did it back in the day? No. Like electrical interference in the audio or video. Any kind of flickering or clicking. Huh, can't say that I have. Why? Oh, so it doesn't extend as far as the bay. What doesn't? When Fred was bringing me for my eval, we detected something. Almost like an SOS. At Delta? How retro. What was causing it? I think architects are trying to communicate with us. You always think that. Look, it may be my job to always think that, but I'm very good at my job. Not that HR seems to care. I won't breathe a word of this to Emmanuel. Thanks. You're a good friend. Es ist unter Umständen etwas kalt. Gut, dass das warme Wasser ja so viel besser ist. Nee, auch nicht wirklich. Aber hier drin ist es angenehmer. So, jetzt in der nächsten Folge geht's weiter. Euer Sly. Ciao.